Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und es geht jetzt hier um die Vorbereitungen, um Blaze zu beschwören, also eine Lohe. Und ich fahre die nächsten 2-3 Tage weg, deswegen bin ich am Vorproduzieren. Ich weiß nicht, wie viele Folgen und wie viele Videos ich schaffe vorzuproduzieren. Schauen wir einfach mal. Ich kann in den nächsten 2-3 Tagen auf jeden Fall leider nicht auf irgendwelche Vorschläge und Wünsche eingehen. Aber spätestens am Montag müsste ich wieder zurück sein. So, und beginnen wir doch mal mit den Vorbereitungen. So, ich habe hier aus der Schlacke den Netherstein durchgesiebt und habe damit Kobalt und Adite bekommen. Falsch, dahin. Diese hier so wie immer zusammen. Adite und Kobalt Gravel. Wenn das hier jetzt durchgeschmolzen ist, bekommt ihr mit den beiden zusammen Manulin. Schauen wir später nochmal vorbei. Manulin ist eigentlich das stärkste Material im normalen Spiel. Jetzt hier bei Agrarian Skies hat es ähnliche Werte wie Ardite, aber eine wesentlich größere Festigkeit. Jetzt schauen wir mal. Ne, Alamite, nicht Ardite. Ich habe hier Grundhaltbarkeit von 4000 bei Manulin von 16.000. Ich stelle mal kurz auf Deutsch um. So. Hier seht ihr die verschiedenen Eigenschaften. Und ich habe mir jetzt mit diesem Manulin hier einen Cleaver gemacht, den auf Master geskillt. Und habe mir noch verschiedene andere Dinge draufgehauen. Entschuldigung. Ihr seht hier Lapis Lazuli. Den hier habe ich komplett hochgebaut, um hier Plünderung 3 zu bekommen. Und habe mit Quarzblöcken das Ganze hier mit Sharpness gemacht, um auf einen Angriffsschaden von 16 zu kommen, der 9 Herzen abzieht. Und sonst noch vom Aufleveln habe ich bekommen Luck, Lifesteal. Ja, und das andere ist eher unwichtig. Jetzt schauen wir mal, ob das hier durchgeschmolzen ist. Ja. Ihr seht, wir haben hier jetzt noch ein bisschen Manulin. So, und bei dem hier habe ich Seensand durchgesiebt und habe daraus unter anderem auch Netherwarzen bekommen. Die brauchen wir später noch. Und was wir noch brauchen, ist Blaze Powder. Also diesen Lohnstaub. Den könnt ihr auch durch Sieben von Dust bekommen. Genauso wie Glowstone Staub. Und wenn man hier jetzt Glowstone Staub hier in den Magmatiegel erstmal Redstone Block, um das hier voll zu machen mit destabilisiertem Redstone, habe ich ja auch schon gezeigt. Wenn ihr hier jetzt Glowstone Dust reinlegt, bekommt ihr hier Lohnstaub, also Blaze Powder raus. Oh, und das sind noch ein paar Dinge, die wir noch brauchen werden. Knochenmehl, Diamanten, es geht auch mit Emeralds, da wir diese Puppe brauchen. Und für diese Puppe brauchen wir hier entweder Diamant oder Smaragd. Ein bisschen Rüstung, damit wir es ein bisschen länger überleben.
Porzellanclay. Ja, entweder Porzellanclay oder Clay und Knochenmehl, um daraus Porzellanclay zu machen. Bisschen Redstone. Und wir brauchen hier einen kleinen Raum, in dem das Ganze stattfindet, damit die Blaze nicht die gesamte Welt zerstört. Hier auch ein kleines Wasserbecken, damit ich nicht anfange zu brennen. Und hier Stone Barrel. Da können wir es auch gleich schon machen. Kommt Lava rein. Jo. Und das war's jetzt eigentlich mit den Vorbereitungen. Und im nächsten Teil beschwören wir den Blaze und hoffentlich bekommen wir auch eine Lohnrute raus. Also, bis zum nächsten Teil. Ciao.